Christoph Dorbele, ihr seid Bestgewählten am ersten Durchgang. Ihr seid sicher zufrieden. Auch die anderen Staatsratskandidaten sind ja auf dem Podest. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben einen starken Wahlkampf gemacht. Wir sind jetzt sehr einheitlich auftreten. Und ich bin sehr froh, dass die 3 Männer vorne sind. Das ist für mich ein positives Zeichen für einen starken Kanton, für einen Kanton, der einfach stark verwurzelt ist, aber gleichzeitig einfach für seine Leute schaut. Jetzt der Oskar Freisinger, das war ja das Duell am Anfang zwischen und dem Oskar Freisinger. Ist nur auf Rang 6 ein riesen Ohrfeiger für ihn und für die SVP. Seine Strategie hat versagt, oder? Auch beim Angriff auf ihn, beim Nicola Wadd, den er ist geholt. Ja, das ist total in die Hose. Das ist natürlich sehr schwieriger und sehr ein aggressiver Wahlkampf gewesen. Also eigentlich hat er das Wallis verwechselt mit Vereinigten Staaten. Also wir sind nicht im Land von Donald Trump. Und das hat die Walliser Bevölkerung gesehen. Und er hat einfach so aggressiv politisiert in den letzten 4 Jahren und einfach ein paar Affären wie die Affäre Klösi, das hat natürlich gewirkt. Und gleichzeitig, also wenn man einfach diese Beziehungen pflegt, also mit Rechtsextremistenkreisen in ganz Europa, das macht Wallis nicht stark. Und das hat die Walliser Bevölkerung gesehen. Jetzt hat er gesagt, wenn er eine Stimme mehr macht, war er ist das Bildungsdepartement auch ein Departement. Jetzt hat er doppelt so viele Stimmen. Jetzt sind die eigentlich in einer guten Ausgangslage, oder? Der zweite Wahlgang steht noch vor und das ist einfach jetzt eine erste Etappe. Ich bleibe sehr, sehr konzentriert auf das Ziel. Das ist am 19. am St. Josefstag und dann werde ich mich sehen. Ich habe gesagt, ich habe eine Stimme mehr und dann werde ich einfach das Bildungsdepartement beanspruchen. Nachher schauen wir weiter. Also mein Versprechen werde ich einhalten. Das ist einfach jetzt ein Wort, das gilt.